Vielen Dank. Das ist ein reizendes Geschenk. Was soll das? Dieses Buch ist leer. Warum gebt ihr mir ein derart nutzloses Ding? Füllen? Und womit? Mit Rezepten für geröstetes Wildschwein und Pudding? Geschichten? Für die... Oh, das ist die dümmste Idee, die ich je gehört habe, aber... Aber gleichzeitig auch brillant. Wir Dalish werden niemals wiederfinden, was wir verloren haben. Vielleicht ist es ja an der Zeit, neue Geschichten zu erschaffen. Vielleicht werden sie eines Tages für meine Kinder und Kindeskinder die Verbindung zu ihrer Vergangenheit sein. Zu mir. Ich erkenne nun, wie kostbar dieses Geschenk ist. Und ich danke euch dafür. Das wäre doch nicht nötig gewesen. Das ist die mieseste Idee aller Zeiten. Das solltet ihr vielleicht nochmal überdenken. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Kommandantin? Ich wäre soweit. Wie ihr befehlt. Ich schätze, mit genug Gold kann man eben jeden kaufen. Die Wächter sind nichts weiter als ein Haufen Verbrecher. Die Wächter sind nichts weiter als ein Haufen Verbrecher. Ich kümmere mich darum. Die Wächter sind nichts weiter als ein Haufen Verbrecher. Türen wurden eingeschlagen, Schädel wurden gespalten und Laster wurden ausgenutzt. Aber ich habe Antworten für euch. Das sind sie. Ich konnte die Identitäten der Verschwörer nicht aufdecken. Sie agieren äußerst vorsichtig.
Aber ich weiß, dass sie sich auf dem Hof des alten Stark in den Farrowell-Ebenen treffen. Der Erbauer stehe euch bei. Habe ich euch eigentlich schon mal erzählt, dass ich Frauen mit Tätowierungen unglaublich attraktiv finde? Habe ich euch eigentlich schon mal erzählt, dass ich die meisten Menschen sowohl körperlich als auch moralisch abstoßend finde? Gut zu wissen. Aber selbstverständlich. Es ist gut, das sofort zu erledigen. Soll ich euch... Kann ich euch helfen? Aber natürlich. Möchtet ihr etwas, um euch den Staub aus der Kehle zu spülen, Fremde? Wir haben ein bisschen geplaudert. Für einen grauen Wächter war er ziemlich nett. Er hat viele Nächte hier verbracht und getrunken. Und er war niemals laut oder aufdringlich. Ich schätze, ich habe ihn vor etwa einer Woche zum letzten Mal gesehen. Aber gerne doch. Grüßt ihn bitte, wenn ihr ihn trefft. Ja. Oh, Christoph. Wie schön, dass ihr zurück seid. Habt ihr diese dunkle Bruder? Nun, es wäre vermutlich treffender zu sagen, dass sie ihn erwischt hat. Wie meint ihr mit ihm? Das ist nicht so wichtig, gute Frau. Aber vielen Dank für eure freundlichen Worte. Ich weiß sie zu schätzen. Was kann ich euch bringen? Kommt bald mal wieder vorbei. Ah, Christoph, ihr seid zurück. Braucht ihr euer Zimmer noch länger? Ich habe keinerlei Verwendung dafür, Sterblicher. Und was ist mit euren Sachen? Werdet ihr sie... Verfahrt mit ihnen, wie es euch beliebt. Wir sind aufgeflogen.
Mir zuckt manchmal so unkontrolliert. Wirklich? Das muss irgendein Wechselspiel zwischen mir und Christophs verwesenem Körper sein. Es sieht aus, als würdet ihr tanzen. Oh, wir sollten dazu unbedingt Musik spielen. Ist euch jemals in den Sinn gekommen, dass mir dieses Zucken möglicherweise peinlich ist? Oh, tut mir leid. Ist es das? Nein. Aber selbstverständlich. Es ist uns eine Ehre, euch als unsere Lehnsherrin zu haben, Kommandantin. Kommandantin, zahlreiche Lords haben sich eingefunden. Die Dunkle Brut hat Armeen aufgestellt. Und die Adligen wollen wissen, wie ihr sie beschützen werdet. Soll ich sie zusammenrufen? Oder benötigt ihr noch Zeit, um eine Strategie auszuarbeiten? Ich werde unverzüglich Boten aussenden. Wir haben lange genug gewartet. Diejenigen, die zu spät... Lord Edelbrick, dies hier ist der Rat der Kommandantin der Grauen Wächter, nicht der eure. Ich sorge mich einfach um die Dörfer in den Ebenen. Die Dunkle Brut schickt eine Armee in die Schlacht. Und jetzt, wo die Soldaten zur Wacht zurückkehren... Das ist kein... Kommandantin! Kommandantin! Was ist, Mädchen? Eine Armee der Dunklen Brut ist in Sichtweite von Amaranthine. Der Erbauer beschütze uns. Sie greifen die Stadt an? Einige der Soldaten der Wacht sind noch dort. So schnell wird die Stadt nicht fallen. Unsere Truppen kommen nicht schnell genug vorwärts. Ein kleiner Trupp könnte es aber rechtzeitig schaffen. Aber das wäre Selbstmord. Wir müssen es versuchen. Ihr wollt eine Horde der Dunklen Brut bekämpfen und in den fast sicheren Tod gehen? Ich hoffe, ihr denkt nicht mal im Traum daran, mich hier zurückzulassen. Wer soll euch begleiten, Kommandantin? Ich bin ja auch schon tot, also habe ich nichts zu verlieren. Wer soll außerdem noch mit euch gehen? So wie es sein sollte. Unsere Feinde werden für ihre Vergehen teuer bezahlen. Das schwöre ich. Wer soll außerdem noch mit euch gehen? Ich dachte eigentlich, ich könnte mich endlich mit einer dicken Ehefrau und mehreren jungen Geliebten auf dem Land zur Ruhe setzen. Aber ich fürchte, das wird noch ein wenig warten müssen. Dann ist die Entscheidung gefallen. Ich sorge dafür, dass die Biervorräte der Wacht in Sicherheit sind. Und lasst mir noch ein paar von der Dunklen Brut übrig, denen ich die Schädel einschlagen kann, ja? Meine Familie hat diese Stadt über mehrere Generationen hinweg aufgebaut. Lasst nicht zu, dass sie fällt. Möget ihr den Wind immer im Rücken haben, Kommandantin. Wir anderen werden hier die Stellung halten. Möge der Erbauer euch beschützen und leiten, Kommandantin. Thank you.
Bitte, grauer Wächter, rettet meine Familie. Sie ist noch in der Stadt. Bitte beruhigt euch. Ich muss mit der Kommandantin der Wächter sprechen. Kommandantin, ich bin dankbar, dass ihr hier seid. Aber ich befürchte, wir können nicht mehr viel tun. Ich fürchte, wir müssen uns damit abfinden. Vor einigen Nächten sind Scharen grauenhafter Kreaturen aus der Tiefe in die Stadt geströmt. Sie haben Seuchen verbreitet und alles vernichtet, was sie berührt haben. Und bei Sonnenaufgang hat dann die restliche dunkle Brut angegriffen. Kommandantin, es ist zu spät. Amaranthine ist verloren. Die Gebäude mögen noch stehen, aber es wird kaum noch Überlebende geben. Es ist schon zu viel Zeit vergangen, seit diese Kreaturen aufgetaucht sind. Ihre Verderbtheit ist äußerst ansteckend. Schon am ersten Tag ist ihr mindestens ein Stadtviertel zum Opfer gefallen. Marshall, einer der dunklen Brut nähert sich. Allein! Bogenschützen! Schaltet ihn aus! Friede! Nicht töten, nur reden! Der Architekt hat eine Nachricht für den Grauen Wächter! Die Armee der Mutter, sie marschiert nach Vigils Wacht. Sie greift an, jetzt. Der Architekt, er schickt mich, um euch zu warnen. Ihr müsst die Wacht retten und dann die Mutter in ihrem Versteck töten. Der Architekt wünscht sich das Vertrauen der Grauen Wächter. Er wünscht nicht, dass die Mutter Erfolg hat. Wenn wir sofort aufbrechen, könnten wir es rechtzeitig zur Wacht schaffen, um sie zu retten. Und was ist mit der dunklen Brut, die noch hier ist? Sie wird auch bald nach Vigils Wacht gehen. Die Mutter, sie will die Wacht vollständig zerstören. Die dunkle Brut könnte recht haben. Wenn wir jetzt einfach aufbrechen, haben wir diese Armee im Rücken. Der Marshall sagt, die Stadt sei verloren. Ich sage, wir sollten sie zerstören. Wir sollten sie und die gesamte dunkle Brut darin niederbrennen. Amaranthine ist bereits verloren, Kommandantin. Wir dürfen nicht auch noch die Wacht verlieren. Nein, nein. Wenn ihr bleibt, bekommt die Mutter das, was sie will. Ich werde gehen. Ich werde tun, was der Graue Wächter wünscht. Gut. Widmen wir uns Amaranthine. Die dunkle Brut ist niemals so gut organisiert, wenn sie auf sich allein gestellt ist. Irgendetwas muss sie anführen. Wenn wir sie dieser Führung berauben, können wir uns auf die Suche nach Überlebenden machen. Viel Glück. Und möge der Erbauer über uns alle wachen.